Läuft. Haben wir denn noch irgendwas hier? Nee. Okay, dann können wir auch mal mit Poki sprechen, ne? Endlich und schließlich sind wir im Büro des Bürgermeisters angekommen, um... Tja, wir müssen natürlich Goal... Das heißt, wir sollten beim Bürgermeister vorsprechen... Es gab eine Warteschlange und... Ach man, es ist ja aber auch schwierig, da den Überblick zu behalten. Deswegen haben wir ja extra für die Complete Journey Edition von Deponia ein tolles, super, duper Hilfesystem eingerichtet. Es ist aber kein Hilfesystem, nein, wir nennen es ein Questlog. Und damit ich nicht immer wieder Hilfesystem sage, sondern den richtigen Terminus benutze, habe ich mir diesen kleinen Merkreim aufgeschrieben, der jetzt im Kopf wie so ein kleiner Jingle immer bei mir klingelt und jingelt. Und was Jingles sonst so machen, um den so richtig mir einzuprügeln, damit ich nie wieder Hilfesystem oder Lösungshilfe oder irgend sowas sage, unterstützen mich hier der Gunnar, unser Lead-Animator, und der John, mein Assistent, bei folgendem lustigen Song. Ich stecke in der Scheiße bis über meine Ohren. Ich hab möglicherweise den Überblick verloren. Ich hatte doch so viele hochgesteckte Ambitionen. Klar definierte Ziele, die ja per Definition viel Zeit erfordern. Frag dich nur, ey, bin ich noch auf Spur? Wenn ja, wie kommt dann, dass ich noch in diesem Drecksnest festhock? Wie komm ich aus dem Tritt? Ey, was sind die nächsten Schritte? Ich glaub, ich brauch ein Questlog. Questlog ist ein schönes Ding. Questlog wird die Lösung bringen. Questlog kommt auf Engelschwing. Ich glaube, ich brauche Questlog. Wie bin ich nur so von meiner Route abgekommen? Habe ich irgendwo die falsche Abzweigung genommen? Dreh ich mich im Kreis, bin ich noch immer auf der Bahn? Wie passt dieser ganze Kleinscheiß in den Masterplan? Oder bin ich noch an Route und alles wird bald gut? Wenn ja, wie kommt dann, dass ich mich an jedem Hackback festbox? Vor To-Do seh ich das Licht am Tunnelende nicht. Ich glaub, ich brauch ein Questlog. Questlog ist ein schönes Ding. Questlog wird die Lösung bringen. Questlog kommt auf Engelschwing. Ich glaub, ich brauch ein Questlog. Questlog ist ein schönes Ding. Questlog wird die Lösung bringen. Questlog kommt auf Engelschwing. Ich glaub, ich brauch ein Questlog. Oh Gott, ist das bescheuert. Aber habe ich schon mal gesagt, ich liebe die Entwicklerkommentare, ne? Ja, das ist einfach zu geil gemacht. So. Okay, dann wollen wir mal weiter, ne? Ja. Ich war vollkommen verwirrt, was ich drücken musste gerade. Ja. Wachmacher bauen. Müssen wir halt immer noch machen. Ja, es fehlt halt nur noch, zack, 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 vor allem das Wasser, das ist doch wahrscheinlich dann hier versteckt, weil mehr haben wir hier nicht. Das haben wir angeguckt. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja. Ich sag, das passt. Ja. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen.
Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Nein. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Extra starker Kaffee. Hey, Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Ja. Oh. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Sorry. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriechst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Goal aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Goal, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an, ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Du hast sowieso keine Ahnung, Rufus, oder? Das ist das erste Mal, dass ich ihn aufrecht stehen sehe. Gizmo ist Arzt, Polizist und von meinen... Ja, das wissen wir schon. Ja. Das Zeug. Upp. Sollte klappen jetzt, oder? Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Ist das dein Ernst? Energiereiche Säure und belebendes Stierblut. Genau, was gutes Kaffeewasser braucht. Okay, jetzt fehlt uns nur noch Wasser. Was ist das eigentlich? Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Aber was können wir damit machen? Ist halt die Frage. Ich versuch mal was. So, Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Okay. Okay, uns fehlt halt nur noch klares Wasser. Ja. Mir kam gerade noch so ein Gedanke. Das Ding. Globus? Da kommt alle Hilfe zu spät. Okay. Was können wir jetzt denn noch machen? Ding. Warte mal. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge, den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Okay, ja. Und jetzt kommt das nächste Problem, wenn man nicht mehr weiter weiß. Feuer, Feuer. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee. Okay, das funktioniert also immer noch nicht.
Da kommt alle Hilfe zu. Okay. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Also nicht. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, wir haben doch den Dietrich. Warum geht denn das nicht? Ja, das wäre lustig. Wäre lustig. Gott sei Dank bin ich... Also nicht. Verdammt! Ja. Es fehlt nur noch das klare Wasser. Das können wir dann nicht reinkippen, ne? Das Wasser ist noch nicht klar genug. Okay. Kriegst du den wach? Könnte das eine der Zutaten sein? Wahrscheinlich nicht. Mist. Und ich war so sicher. Es steht alles in dem Rezept. Besorg diese... Ja, weiß ich. Aber das... Das Wasser ist noch nicht klar genug. Okay. Was kann man damit machen? Hast du noch eine Idee? Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipuh. Oh. Okay. Bis bald. Tschüss, Schnutzipuh. So weit dauert ich hin. Wahrscheinlich sowieso noch nicht. Hallo, ich habe ein Verbrechen. Nö. Hallo. Sag ja. Na toll, aber kaum versichert. Ich probier's später. Er hat das Symbol ja schon mal gesehen. Es war halt hier auf der Kiste. Da. Damit wir da nichts zu tun haben. Ja, was machen wir denn jetzt? Hallo? Hier gibt es auch nichts weiter. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge! Den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Okay. Was können wir denn machen? Holla, die Waldfee, ey. Nee, das ging nicht, ne? Ich kann das Ding nicht mehr. Okay. Hier ging auch nix. Hier ist halt auch nichts mehr. Das Ding ist wieder zu. Okay. Ja, ja. Mal gucken. Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Okay. Hallo nochmal. Ja, du hattest ja eh nichts mehr. Wie? Oh, der Sprengmeister legt die nix dann. Ich gebe das dann. Richtig. Ja, das wissen wir. Bis bald. Tschüss. Wow, wie kriegt man den denn jetzt wach? Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Warte mal. Von seinem Dad. Ach
Aha. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Der Schlüssel. Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Oh. Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass... Wie viel ich da... Ja, das hatten wir schon. Dann kriegen wir das Ding jetzt auch auf. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Okay, Schnapsschrank. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Okay. Der Duft erinnert Dads Aftershave. Kann man das da reinkippen? Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Oh. Oh. Okay. Ich speichere mal kurz. Der letzte Speicherstand 12.02.2018, 2.48 Uhr. Der nächste. Warum da kein Bild ist, ich habe keine Ahnung. 12.02.2018, 18.45 Uhr. Weiterspielen. Ja. Okay. Dann haben wir das. So. Hier, Gonzo. Ab in den Tank damit. Nicht Gonzo. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Oh, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. WTF. Aua. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Holla, die Waldfee, ey. Können wir den damit wach? Hey, du, aufwachen. Geht doch, Schnarchschnabel. Ah, wir haben immer noch Espresso. Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Der Papagei ist mal wieder wach. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. So. Mann, Mann, Mann. Hat aber ganz schön gerumst. Hier, Toni. Hab was für dich. Hey, Toni. Ich habe ein Geschenk für dich. Hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja,
Wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Wer witzig, Toni? Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Mal gucken. Hallo. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Arme Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Ja. Okay. Ich muss weg. Das sage ich schon, aber... Mehr kann man da nichts machen. Nochmal rein. Und dann hat Rufus die Bienen eins... Warte mal, wir reden gleich... Okay.